Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir befinden uns hier in Ulda und ja, machen eben noch ein paar Nebenquests weiter. So, Bonitätsprüfung. Und wie gefällt es dir in Ulda? Schon eine Menge Kontakte geknüpft? Ich hoffe doch, du erwähnst bei den hohen Herrschaften ab und zu den guten alten Wymond. Information ist als Gut genauso wertvoll wie jedes andere auch und die kann ich bieten. Oh, übrigens, ich hätte da etwas für dich. Tu mir doch bitte einen Gefallen und bring mir dieses Schreiben zu Josias beim Palais Platin. Warum fragst du? Nun, selbst als Neuankömmling wirst du sicherlich bald die Vorteile zu schätzen lernen, eine gute Beziehung zu jemandem wie mir zu haben. Und nun geht. Gut, wo genau ist der? Okay, im westlichen Tanadan? Nee. Ah, keine Ahnung. Wir werden schon irgendwann finden. Betuchter Jüngling. So, auf ins Vergnügen. Sei bloß vorsichtig mit den Sachen. Wenn du etwas zerbrichst, ziehe ich dir das von deinem nächsten Gehalt ab. Oh, hallo, was mein treuer Diener da für mich trägt, fragst du? Nun, dabei handelt es sich um die von mir höchstpersönlich gewonnenen Preise aus dem neu eröffneten Goldsaucer. Du hast noch nicht von dem Goldsaucer gehört? Bei den 12, mein Guter, wo lebst du denn? Erfreue dich an dem Anblick der majestätischen Vögel, die auf den Pisten der Chocobo-Rennen entlang sausen. Beweise dein taktisches Geschick im Wettstreit gegen andere an den Triple-Triatischen. Im Goldsaucer kannst du das und noch vieles andere mehr erleben. Und wenn du dich dabei geschickt anstellst, wird aus dir auch noch ein wohlhabender Mann. Ein hervorragender Ort, um nach einem harten Arbeitstag ein wenig Dampf abzulassen. Oh, ich habe bereits die überaus reizenden Häschen dort erwähnt. Aber ich schweife vom Thema ab. Ja, du fragst dich sicherlich, wie in Tals Namen auch du endlich in den Genuss der zahlreichen Vergnügungsmöglichkeiten den Goldsaucer kommen kannst. Stimmt's? Oder habe ich recht? Ha, dachte ich mir. Nun, heute ist ein Glückstag, mein Guter. Zufällig halte ich gerade ein goldenes Luftschiff-Ticket in meinen Händen. Und angesichts meiner heutigen Gewinne bin ich durchaus im Geberlaune. Hier, das ist für dich. Zeig das Ticket einfach bei dem Mädel drüben am Luftschiff-Landeplatz vor und schon kann die Reise ins Vergnügen losgehen. Aber sei gewarnt, sollten wir uns mal an einem der Triple-Triad-Tische begegnen, werde ich nicht mehr so gönnerhaft sein. Ha! Gut, nein, wollen wir nicht. So, den Goldsaucer können wir dann auch bald besuchen. Jetzt werden wir erstmal kurz zu diesem Stadt-Eterit gehen. So, einmal harmonisieren. So. Das wäre erledigt. Und was haben wir hier für eine Quest, die wir nicht annehmen können? Kriegermagier mindestens Stufe 50, der Weg des Samurai, alles klar. So. Vom Leder gezogen. Hallo mein Lieber, was führt dich zur Gilde der Faustkämpfer? Steht dir Sinn nach etwas körperlicher Betätigung? Oder solltest du es wie ich zwar nicht in den Fäusten, sondern aber faustdick hinter den Ohren haben? Bist du eher der Mann mit dem Riecher für ein gutes Geschäft? Dann kommen wir vielleicht ins Selbiges. Ich treibe nämlich gegen Regenhandel mit den Faustkämpfern und versorge sie zum Beispiel mit Handschuhen und Brustschützern aus Leder. Leider ist letzteres zurzeit rar am Markt. Wenn ich die horrenden Preise dort zahle, kann ich genauso gut direkt Konkurs anmelden. Wenn du mir aber ein paar Fälle von Schnappspitzmullen besorgen könntest, sähe die Sache schon anders aus. Für dich würde natürlich ein angemessener Anteil dabei rausspringen. Kaufmännisches Ehrenwort. Schnappspitzmulle laufen im zentralen Tal in Scharen rum. Für ausreichend Rohstoff ist also gesorgt. Wie du den Rohstoff abbaust, überlasse ich dir. Dir wird schon was einfallen. Okay. So, erstmal hier. Was führt dich zum Palais Platin? Ein Schreiben von Wymond? Ausgezeichnet. Lass mich kurz einen Blick auf den Inhalt werfen. Gute Arbeit. Wymond gibt einfach alles raus. Der Vogel ist gerupft. Überlass ihn den Hunden.
als ob ich's geahnt hätte. Oh, was das ist? Nun, unsere Leute von der Faustkämpfergilde werden häufig zum Personenschutz angeheuert. Leider sind Wümons Nachforschungen zu den finanziellen Verhältnissen dieser potenziellen Kunden wenig erfreulich. Unsere Kämpfer sind unser Kapital und das investieren wir nicht ohne Gegenleistung. Dieser schutzbedürftige Vogel wird sich wohl selbst verteidigen müssen. So, so. Geldeintreiber. Hey du, was guckst du so? Hast du mir was zu sagen? Hä? Nun, dann sag ich dir mal was. Kennst du die Latter? Knapp bei Kasse, pleite, zahlt die seine Schulden zurück? Ja, der verdammte Hund. Mach ihm klar, dass er mit der Kohle rausrücken soll. Ansonsten werde ich ihm gehörig in den Hintern treten. Wenn ich den kleinen Miskel irgendwo sehe, werde ich das vermutlich trotzdem tun. Also zieh los und sag's ihm. Jetzt müssen wir schon Geld eintreiben. Unfassbar. Gut, jetzt gehen wir erst noch da links entlang. Denn da gibt's auch noch ein paar Quests und noch einen Eteriten. So, bei den Göttern geht es Geldeintreiber. Ist ja gut, ich gebe ihm alles, was ich habe. Ich schwöre bei dem Grab meiner Mutter. Aber tu mir nichts, ich bitte dich. Okay. Gil für Gott. Ich habe keine Gil zur Hand, aber diesen glänzenden, funkelnden Ring. Ist zwar nicht viel, aber er zieht bestimmt einen fantastischen Preis. War der Ehering meiner Mutter. Gott hab sie selig. Nimm ihn, meinen Segen hast du. Mamane drüben beim Osarium. Lass sie einen Blick darauf werfen und hol dir ein paar Gil dafür. Okay. So, das hinten ist auch schon unser... letzter Eterit. So, damit haben wir jetzt alle gefunden. Jetzt können wir auch zum Tor des Nals, zum Tor des Tal, zum neuen Sultanator und zum Luftschifflandeplatz teleportieren. Na, lass mich jetzt eigentlich gehen. Danke. Wo geht's eigentlich hier entlang? Heraliks Grabkammer. Oh. Aha. Da gibt es nichts. Na gut. So, jetzt noch hier oben. So, hier ist auch die Taumaturgen-Gilde. Sei gerüst, Abenteurer. Was führt dich ins Arzaneth-Osarium? Du möchtest dieses Erbstück für Didi Latta verkaufen? Na schön, ist schon tragisch, wenn man zu solch drastischen Maßnahmen greifen muss. Umso mehr, wenn der fragliche Gegenstand eine Fälschung ist und dann auch noch so eine auffällig schlechte gemachte. Dir ist schon klar, dass diese Schätzungen nicht kostenlos sind, oder? Normalerweise würden wir die Gebühr vom Verkaufserlös abziehen. Aber da dieses Teil hier wertlos ist, schuldest du uns eigentlich was. Aufgrund der äußerst ungewöhnlichen Umstände will ich das aber nochmal durchgehen lassen. Und mach dir keine Sorgen um den Ring. Den werden wir schon für dich entsorgen. Aha. Ich glaube, der hat uns über den Tisch gezogen. Erasmus Projekt. Sei gegrüßt, Abenteurer. Sicher brennst du darauf, die Welt da draußen zu erkunden. Dann hätte ich vielleicht einen interessanten Auftrag für dich. Ich stelle derzeit ein umfassendes Kompendium zusammen, das Forschern wie Abenteurerin auf ihren Reisen durch Tandalam bei der Bestimmung von Monsterspezies helfen soll. Na, was sagst du zu meinem Erasmus-Projekt? Leider bereiten mir die scheuen Mummelhörnchen Probleme. Einfach zu flink, als dass ich ihnen habhaft werden könnte. Daher möchte ich dich bitten, 5 Exemplare von ihnen zu erlegen und mir Proben ihres Blutes zu bringen. Murmelhörnchen sind weit verbreitet, doch die meisten findest du, wenn du von hier aus das neue Sultanator durchschreitest und dich ins westliche Talam begibst. Möge auch schon dir Holz sein. Oh, eine neue Quest, hallo. Franz verfallen. Ach Tal, ich weiß, dass du eines Tages meinen geliebten Franz mit offenen Armen empfangen wirst, aber bitte lass es nicht heute sein.
Und Nalt, bitte höre meine, oder noch besser, du, freundliche Abenteurer. Es ist zwar recht aufdringlich, einen Fremden anzuflehen, aber bitte hör mich an. Ich bin die größte Bewunderin von schönen Franz, dem fabelhaften, dem fantastischen, dem formidablen und doch versöhnlichen und... verzeih mir. Ich habe sogar einige Poster anfertigen lassen, um meine Hingabe zum Ausdruck zu bringen. Ich wollte sie eigentlich an den Mauern des Kolosseums anbringen, aber ich wurde von den Zuschauerrängen verbannt. Es gab da einen kleinen Zwischenfall, bei dem ich vor lauter Begeisterung die Frau eines Händlers über die Brüstung gestoßen habe. Wie auch immer. Die Poster. Es wäre toll, wenn du dich mit Bobo Nima draußen vor dem Kolosseum treffen könntest. Er gibt dir dann die Poster und die musst du nur noch für mich aufhängen. Ein tragischer Zwischenfall. Mhm. Gut. Du bist auch ein Fan von Franz? Ach, natürlich bist du das. Die Poster werden dir gefallen. Ist schon ein schlauer Fuchs, dieser Franz. Die Damen lieben ihn für sein Aussehen und seine Gegner vergessen bei dem sympathischen Gesicht völlig, dass es ein kaltblütiger Krieger ist, der sich mit dem Kämpfen seine Mahlzeiten verdient. Das ist natürlich nicht verwerflich. Ich bewundere ihn selbst ein wenig. Also, zieh los und verbreite die Kunde von Franz. Bringe die Poster so an den Mauern an, dass alle sie sehen können. Wenn du fertig bist, schau bei Vulkan in der Gladiatorengilde vorbei. Der wird sich über dein Werk für Franz sicherlich freuen. Okay, anscheinend muss ich die nur da drin anbringen. So, einmal hier anbringen. Ein Franz-Poster. So, die wären alle angebracht. Du hast das Kolosseum mit Postern von Franz zugepflastert. Löblich, löblich. Der schöne Franz ist gerade unser bester Chocobo im Stall, wenn du verstehst, was ich meine. Und die Poster hatte also eine glühende Verehrerin von Franz anfertigen lassen. Sehr gut. Frenetische Fans, die uns die Öffentlichkeitsarbeit abnehmen, kann es gar nicht genug geben. Ein kleines Sammelkartenset vom guten Franz, natürlich streng limitiert und zu dem gesalzenen Preis, würde unter diesen Voraussetzungen sicher ein paar zusätzliche Gülle in unsere Kassen spülen, die wir für Trainingsgeräte gut gebrauchen könnten. Ich werde das auf der nächsten Gildensitzung mal anregen. Vielen Dank für den Hinweis. Alles klar. Gut, da haben wir alles erledigt. So, jetzt ist die Frage. Gehen wir erstmal zum neuen Sultana-Tor. Da können wir uns dahin porten lassen. So, westliches Tanadan oder Moment. Westliches Tanalan, das ist... Okay. Nee, warte dann. Zentrales Tanalan. Gehen wir mal zum zentralen Tanalan erst. Tor des Nalt. Kartograf, zentrales Tanalan. Und dadurch haben wir ein Level erreicht. Level 25. Hey, jetzt können wir eine neue Quest, also neue Jobquest annehmen. So, und unglaublicherweise gibt es hier keine einzige Quest. Außer die, das Bergen der Seele. Okay. Da haben wir auch schon ein paar Murmelhörnchen, die wir erschlagen müssen.
Gut, die Mummelhörnchen wären schon mal erledigt. Und hier haben wir jetzt noch Schnappspitzmulle. So. Die sind ja recht einfach. Ach, schon fertig. Gut. Da oben brauchen wir im Prinzip noch nicht hin. Aber wir können uns hier am Kohlestaubbahnhof, können wir mal ganz kurz hinflitzen und uns dort mit dem Ätheriten harmonisieren, wenn wir schon mal hier sind. So, wir sind auch schon fast da. Also zumindest die Hälfte des Weges haben wir schon geschafft. Dum, 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 dum. Schokobo-Verleiher. So, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Gut, da können wir jetzt auch hinreiten. So, und harmonisieren mit dem Ätheriten des Kohlestaubbahnhofs. Gut, dann haben wir jetzt die Blutproben. Die können wir dann abgeben bei der Thaumaturgengilde. Also zurück zum Naltkreuzgang erstmal. So, und dann kurz zur Thaumaturgengilde. Ah, da bist du wieder. War deine Jagd von Erfolg gekrönt? Ja, bitteschön. Oh, wie ich sehe, war sie es tatsächlich. Du hast das Murmelhörnchenblut ausgezeichnet. Es ist vom unschätzbaren Wert für die Zusammenstellung meines Kompendiums. Ich werde dich mit meiner Danksagung im Vorwort nicht unerwähnt lassen. Doch von Lobpreisungen kann sich niemand etwas kaufen, nicht wahr? Hier, nimm diesen kleinen Obolus als Ausgleich für deine Mühen. Gut, brauche ich nicht, dann gib mir das Geld. Gut, dann können wir jetzt ins westliche Tarnalan. So, und dort gibt es doch noch ein bisschen was zu erledigen. Zu Kartograf, westliches Tarnalan. Gut. Dann würde ich erstmal sagen, erledigen wir hier alles. Dann gehen wir dort runter zum Silberbazar. Dann hier oben hin. Und dann in diese Richtung sozusagen. Gut. Ah, Marienkäfer. Stirb! Kaktoren. Schön.
So. Gut, hier haben wir auch noch das Wohngebiet von Ulda. Das wäre dann die Kelchkuppe. Die gucken wir uns auch mal kurz an, dass ihr die auch mal gesehen habt. Die komischerweise irgendwie kein Video bekommt. Gut, entweder ich bekomme die Quest noch oder ich habe irgendwas verpasst. Gut, die Miniatur-Eteriten brauche ich jedenfalls nicht ammonisieren. Dann kann ich automatisch überall hin teleportieren, wo ich möchte. Und anscheinend sollen die hier noch gar nicht sein. Deswegen gehen wir einfach wieder. Und beim nächsten Mal kommt vielleicht auch ein kleines Video dazu. So, jetzt erkunden wir erst noch hier das Gebiet und ich denke, dann gibt es irgendwann eine Quest, dass wir dort mal hinschauen sollen. So, Skorpionentreff. So, vermisste Kiste. Hey du siehst aus, als hättest du gerade absolut nichts zu tun. Ich sag bloß, dass das nicht stimmt. Komm her und hilf mir bei meiner Lieferung. Ein paar Transportkisten aus der Bucht des Abendsterns scheinen Beine gewachsen zu sein. Haben sich jedenfalls aus dem Staub gemacht, als ich nicht anders... Ist nicht anders zu erklären. Dreh alles um, was nicht nied- und nagelfest ist, kapiert? Ostaldenarts Handelsgesellschaft müsste draufstehen. Drei Kisten sind weg. Finden und zu mir bringen. Und zwar zackig. Mit allen Wassern gewaschen. Die Lage ist prekär, äußerst prekär. Eine neue Bestellung steht nicht zur Debatte. Ob du es glaubst oder nicht, aber du kommst genau richtig, mein Lieber. Hättest du die Güte, einige der hier herumstornenden Kaktoren, um etwas Kaktormilch zu erleichtern? Die Bürschlein brauchen das Zeug doch sowieso nicht. Mit 4 Flaschen wäre ich schon zufrieden. Um die genauen Gründe zu erläutern, fehlt mir leider die Zeit. Ja, richtig, Gott, die Zeit drängt, mein Gute. Denn Zeit ist Geld und von beiden kann man gar nicht genug haben. Okay, dann... Ja, dann töten wir eben ein paar Kaktoren. So eine Kiste haben wir schon mal. Arme Rackerer. Hallo, du bist doch sicher ein Abenteurer, oder? Du hast bestimmt schon einige Monster erlegt. Ich muss dringend nach Horizont, um dort ein paar Waren abzuholen. Arme Chocobo-Racker rührt sich nicht von der Stelle. Wenn man genau hinsieht, kann man unter dem Gefieder kleine Fühler erkennen. Arme Racker, ich glaube, es sind parasitäre Marienkäfer. Könntest du ihn untersuchen und sein Gefieder von dem hässlichen Ungeziefer befreien? Okay. Quack, quack. Oh mein Gott. Danke, Kafunki. Ach, jetzt muss ich nochmal mit ihm sprechen. Quäk, quäk, quäk. So, vielen Dank, dass du uns sehr... Du hast uns sehr geholfen. Raka scheint sich auch bei dir zu bedanken. Sieh doch nur, wie gut es ihm wieder geht. Ich dachte mir schon, dass ein parasitäre Marienkäfer waren. Diese Viecher hängen sich des Öfteren während der Frachtlieferung an das Gefieder von Chocobus und verstecken sich darin. Zum Glück warst du gerade in der Nähe. Chocobos sind für den Warentransport einfach unverzichtbar. Wenn ein Chocobo krank ist, kommt alles zum Erliegen. Deshalb sollten wir immer sehr gut darauf aufpassen, dass es ihnen so gut wie möglich geht. Ja, ich hätte auch gerne mal einen. So, schöne Wohnung in Ulda. Guten Tag, werter Herr Abenteurer. Hättest du einen Augenblick für mich Zeit? Südwestlich von hier liegt ein Ort namens Kelchkuppe. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dort ein Wohngebiet errichtet wurde. Aber das Tolle ist, da sollen keine gewöhnlichen Uldaner wohnen, sondern tugendhafte Abenteurer aus allen Winkeln Eoseas. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Seid die Abenteurer nicht allesamt fahrende Leute, die von Stadt zu Stadt streichen, immer auf der Suche nach unflätigen Ungeheuern und brüdenden Prinzessinnen? Schön wäre es ja, denn ich bin ein echter Abenteurer-Fan. Wenn die noblen Damen und Herren sich hier in unserer Nachbarschaft niederlassen würden, das wäre einfach zu schön. Würdest du der Sache für mich auf den Grund gehen? Sprich mit Momoraija südlich von Susamos 80 Sünden. Er ist Legionär erster Klasse in der Legion der Unsterblichen und müsste Bescheid wissen. Ein echter Nachforschungsauftrag für dich sozusagen. Hui, ich wollte dir schon immer mal einen waschechten Abenteurer beauftragen. Ja. Okay. Gut, jetzt haben wir die Quest mit der Kelchkuppe.
So, und irgendwo müsste hier noch eine Kiste rumstehen. Na gut, dann erledigen wir mal kurz die Kaktoren hier. Marienkäfer, geh weg. Ah, da ist noch ein Kaktor. Gut, die Kaktoren werden erledigt. Allerdings muss ich noch die Kisten finden. Ah, da ist eine. Transportkiste. So, jetzt noch eine. Die muss ja irgendwo noch hier rumstehen. Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht finde ich sie ja irgendwo, wenn ich ein bisschen Aussicht habe. Ah, da oben ist sie. So, das wäre erledigt. Ich habe 3 Kisten gesagt. 3. Super, du kannst also zählen. Und das sind sogar die richtigen. Das kann die Lieferung. Dann kann die Lieferung ja doch noch pünktlich rausgehen. Danke. Der Skorpionentreff ist ein Knotenpunkt im Güterverkehr. Jeden Tag gehen hier Güter raus, bis es dir schwindig wird. Lass dir das gesagt sein. Die Transporteure sind den ganzen Tag beschäftigt. Das ist kein Zuckerschlecken hier. Ich würde auch lieber mit ein paar alten Kumpels einen trinken gehen, aber selbst dafür ist keine Zeit. Verdammt, wenn es doch nur einen einfacheren Weg gäbe, an schnelle Geld zu kommen. Geflügelte Worte. Das Leben eines Lieferanten ist echt kein Zuckerschlecken. Den lieben langen Tag schleppen wir Kisten und stellen zu, für die eigene Post bleibt da überhaupt keine Zeit mehr. Du hingegen siehst aus, als hättest du gerade Langeweile. Wie passend, ich habe nämlich einen rein zufälligen Brief von einer Freundin namens Kikibu. Die Gute lebt auf dem Silberbazar. Wäre klasse, wenn du ihr den Brief vorbeibringen könntest. Und wenn du schon mal dabei bist, besorg doch gleich noch 5 Hammerschnabel Schwanzfedern. Die würde ich dem Brief nämlich gerne beilegen, wegen ihrer Symbolkraft. Kikibu ist eine alte Freundin von mir, musst du wissen. Vom Silberbazar hört man in letzter Zeit nichts Gutes, deshalb bin ich ziemlich besorgt um sie. Alles klar. Du musst mir schleunigst 4 Flaschen Kaktomilch besorgen. Wenn ich die nicht bald habe, ist der Chocobo-Dung am Dampfen. Ah, bestens. Du hast mir das Leben gerettet. Als ich nämlich vorhin eine meiner Lieferkisten nach Ulda öffnete, musste ich mit Schrecken feststellen, dass innerhalb meiner Gesichtswasserfläschchen sich verflüchtigt hatte. Während des Transports hier müssen sich die Verschlüsse gelöst haben. Also mit so einer Begründung kann ich meiner betuchten Kundschaft nicht kommen. Da würden mir die Flakons um die Ohren hauen. Deshalb werde ich sie ersatzweise mit der Kaktomilch füllen, die du mir besorgt hast. Die hat schließlich ebenfalls hautglättende Wirkung. Das Gesichtswasser aus Ratz Adhan ist kostbar und selten. Vermutlich hat es noch keiner der Kunden je zu Gesicht bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn niemand den Unterschied bemerkt, werde ich den Leuten auch in Zukunft billige Milch für teuer Geld verkaufen. Und der Obrigkeit verrate ich nicht mal, dass du mir mit mir kollaboriert hast. Ist das nicht freundlich von mir? Ja, totaler Wahnsinn. Wir sind doch ein total ehrlicher Abenteurer. Unfassbar. So, dann gehen wir jetzt mal kurz hier hin zu diesem Legionsrekrut. Willkommen, Abenteuer. Ich bin Momo Raichi, Legionär, erster Klasse der Legion der Unsterblichen. Was kann ich für dich tun? Ja, richtig. General Rauban hat allen Abenteurern Eoseas eingeladen, sich in Ulda niederzulassen. Abenteurer sind in Ulda gern gesehen, weil sie einen entscheidenden Beitrag zur Landesverteidigung leisten. General Rauban selbst nimmt ihre Dienste nicht selten in Anspruch. Damit sie sich hier niederlassen, hat er die schöne Kelchgruppe ausgewählt. Und er hätte keine bessere Wahl treffen können. Die ebenen Flächen und die schöne Aussicht laden geradezu zum Häuserbauen ein. Aber was soll ich dir lange davon erzählen? Tritt durch das Tor und schau dir die Gegend doch selber an. Du wirst schon sehen, was für ein schönes Fleckchen Erde die Kelchgruppe ist. Wenn du Interesse an einem Grundstück oder einem Haus hast, sprich mit dem Legionsrekruten vor der Brücke zur Kelchgruppe. Er kann dir Einzelheiten erklären. So, wir gehen einfach wieder Bezirk 1 und rein zur Kelchgruppe.
So, die Kelchgruppe. Willkommen auf der Kelchgruppe. Was führt dich hierher, mein Freund? Auf der Suche nach einer bleibenden Bleibe? Tja, da bist du ja goldrichtig. Aber ich hoffe mal, du spielst hier nicht nur den Abenteurer. Wenn du nämlich gar keiner bist, dann hast du hier nichts zu schaffen. Es sei denn, du besuchst einen hier ansässigen Abenteurer. Jawohl, hier können sich Abenteurer niederlassen. Wenn du Interesse hast, erkunde dich doch mal bei Unterkunftsbeamten nach den Formalitäten. So. Ja, also wie vorhin schon gesagt, das ist die Kelchgruppe. Dann gehe ich mal kurz in die Mitte. Um sie euch so ein bisschen zu zeigen. Dann ein Haus kaufen wird wahrscheinlich eher nichts, weil das zu teuer ist, aber wir können uns irgendwo eine Wohnung mal leisten. So, das ist das überströmende Herz. So, hier mit Schankwirt und ein großes Bad. Ja, eigentlich ganz schön hier, diese kleine Oase inmitten der Wüste. So, aber dann würde ich erstmal sagen, wir gehen mal wieder. Und irgendwann gucken wir mal, ob wir uns ein Haus leisten können oder einfach nur eine kleine Wohnung nehmen. Würde ja auch passen. So. So, westliches Tal dann. Gut, dann würde ich mal sagen, hier machen wir in der nächsten Folge dann erstmal weiter. So, dann war's das für diese Folge erstmal. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Vergangenheit abzuschließen, die lieber vergessen bleibt.